Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. Wir haben in der letzten Folge das Lotus Blossom ein wenig umgekrempelt und die Tochter von diesem Herrn befreit. Nicht entführt, befreit. Und ja, er hat uns dann gesagt, wir sollen uns in einem im Lager treffen, um den Aufenthalt von Barabbas zu erfahren. Und ich würde sagen, das machen wir doch mal. Gibt es hier noch etwas Interessantes? Anscheinend nicht. Von daher abwärts. Wieder den Fahrstuhl. Danke. Na, komm schon. Oh, ich hätte gar nicht gedrückt. Ups. Entschuldigung. Hi. Ist hier noch irgendwas? Denke nicht. Von daher. Wo ist das Lager? Das ist eine gute Frage. Welches Lager ist gemeint? Wir haben 17 Erfahrungspunkte. Da wollen wir doch mal ein bisschen verteilen, würde ich sagen. Und zwar auf jeden Fall eine Körperkraft, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Geschick. Schleichen, Schlösser knacken. Ausweichen. Einschüchtern. Was nehmen wir denn noch? Heimlichkeit, Schleichen. 6 Punkte. Ich würde sagen, Geschick noch ein. Dann haben wir Schlösser knacken hören, Schleichen. Dann haben wir hier noch was Schönes. Überreden. Überreden ist natürlich auch nicht verkehrt. Kostet 12 Punkte. Okay, können wir uns gar nicht leisten. Wahrnehmung. Fernkampf und Sinneswahrnehmung. Intelligenz. Recherche und Einschüchtern. Kostet 12. Okay, können wir auch nicht leisten. Können wir auch nicht leisten. Auch nicht. 9 Punkte Finanzen. Nachforschungen. Heimlichkeit. Nahkampf. Ich pack noch einen Geschick. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo wir hier ein Lager finden. Red Dragon, Ramen, Zengs, Swaus Imports. 7. Und ich würde sagen, sind die Zau Imports. Müsste ja dann da hinten irgendwo sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo hier dann muss das sein. Waren wir da? Ach, da war ja Lotus Blossom, genau. Da wollen wir ja gar nicht hin. Genau. Hier wollten wir gar nicht hin. Zau Import. Ich habe kein Passwort. Zau Import.
Eingang, wo ist der Eingang? Da. Schauen wir uns noch ein wenig außen um. Geht's in die Kanalisation? Und was war hier hinten? Einfach nichts. Okay. Also ich würde sagen, einen Quick Save. Und dann gehen wir hinein. Okay. Irgendwo soll hier irgendwer sein. Da oben ist einer. Hallo. Wong Ho called. You're looking for someone. Ja. Habe ich das schon gesagt? Ich sage immer solche Sachen. I don't know where your friend is, but I know the Tong are involved. The leader of the Tong, Johnny, he'll know where they are. Wo ist das Rattennest? Johnny's at Glaze. It's his club. You'll need a password to enter. The password is 725. There will be Tong everywhere. Johnny's office is upstairs. Ihre Güte ist mir ein Rätsel. I am a man of my word, and I owe the debt to Wong Ho. By paying that debt, I have made an enemy of the Tong, who I once belonged to. Warten Sie, Sie kommen! You should leave now. We know it was you. Was a Tong, always a Tong. Was dagegen, wenn ich ein paar auseinandernehme? Mir ist so langweilig. Excuse me. Don't be a coward. Come out and die like a man. Hey, stop right there. Wow, das sind viele. Hey, Schatzi! Den saugen wir aus. Einfach, damit wir wieder Energie und Blut haben. Gute Nacht. Was? Naja. So. Ich will mal den Colt hier ausprobieren. Ui, der haut rein. Mit dem Bums. Das ist schön. Das Breitschwert?
Und einmal aussaugen, bitte. Messer. Uzis. Haben wir aber anscheinend alles, was liegt da. Katana. Okay. Hey, lebst du noch? Anscheinend nicht. Nee. Schade. Ah, habe ich es mir doch gedacht. Ein Autoradio. Na gut, hier gibt's anscheinend nichts mehr von uns zu tun. Hat's den guten Mann erledigt. Schade. Ich hab gedacht, wir könnten ihn retten, aber war wohl nicht der Fall. Und weiter. Auftragsbuch aktualisiert. Sie müssen zu Johnny oben im Nachtclub Glaze, um mehr über den Aufenthalt von Barabus zu erfahren. Das Passwort für das Glaze ist 725. Bitte kein Tumult veranstalten. Okay. 5 auf. Oh, hi. 5 Punkte. Schauen wir uns hier nochmal ein wenig um. Golden Oceans Fish Market. Verschlossen. Kann ich das knacken? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in einen Shop, verkaufen das Messer. Auf jeden Fall verkaufen wir das Messer. Und zwar könnten doch hier irgendwie. Nee, Hintereingang zu dem Waffenladen. Hallo. Welcome back. Brauche ein Heil möglicherweise etwas von einem größeren Kaliber. Verkaufen. Messer. Das Katana Schadenspotenzial 33, 26. Ah, das Katana, Nahkampfanforderung 8, Tödlichkeit 16, Begabungsplus gleich 1. Katana scheint ein wenig besser zu sein wie das Breitschwert und auch ein wenig besser wie das Shingudo. Okay. Waffentechnisch behalten wir erstmal alles so. Schweres Leder. Ich werde echt schon immer überlegen. Minus 1 auf Geschick. Nein, erstmal noch nicht. Später. Okay, dann auf ins Glaze. Das war der Hintereingang zu den Nudelladen. Sieben, fünf. Ah, okay. Haben die richtige Tür erwischt oder eine von den richtigen Türen. Ich mach mal zur Sicherheit einen Quick Save. Und dann schleichen wir uns die Treppe hoch. Irgendwo oben soll der ja sein Büro haben, der gute Johnny. Okay, schleichen wir uns hier hinterher.
So, dürfen wir uns nicht durch die Scheibe sehen lassen von denen. Da kommt er. Da ist er vorbei. Gibt's hier irgendwas für uns? Anscheinend nicht. Goddamn show. So me out. Muss ich den jetzt töten? Ich mach mal speichern. Hey. Hey, ich bin gerade auf den Kopf gesprungen. Töten wir den einfach mal. You had to kill him, didn't you? It's part of your code of survival, covering your tracks, so to speak. And before you attempt to deceive me, you should know I'm monitoring your heat signature. It's room temperature. Oh nein, ich bin verstorben. Wie ist hier naturell? I also must protect my true identity. You may refer to me as the Mandarin. You are searching for one of your kind, I understand. I have him at my facility. Come to the Fu Syndicate building. We will discuss terms of release. Ich bin praktisch da. Okay, zum Fool-Syndikat. Nur noch hier rauskommen. Und mal einmal ins Auftragsbuch gucken. Der Mandarin hat ihnen gesagt, dass er Barabbas im Fu-Syndikat festhält. Er will, dass sie dorthin kommen, um über die Freilassung zu verhandeln. Dann machen wir das doch. Und jetzt zieht er gleich meine Waffe. Haben wir denn da? Ein Ring. Und tschüss. Hui. Mach's gut. Das war einfach. Einfach. Aber gut, wir sollen zum Fu-Syndikat. Wo ging das denn hier am besten lang? Das Fu-Syndikat. War das nicht diese hier? Fu-Syndikate. Yep. Okay, aber immer diese telefonierenden Nervsäcke. Wir gehen in der nächsten Folge in das Fu-Syndikat. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mango. Bye bye.